And today I want to talk about three basic topics about this movement. One is the technology involved, the other one is the community, and the last one, probably the most important one, is the social change that comes with it. So, first of all, what is that we're doing concretely? We're deploying an IoT network that is based on a technology called LoRaWAN that allows very long-range communication. LoRaWAN stands for long-range wide area networks, and it's composed by a radio modulation technique called LoRa and a media access control protocol that is the LoRaWAN stack on top of it. So whenever you see marketing material about LoRaWAN, you will see this kind of three tens, you know, that sound pretty much like bullshit because they are too good to be true. 10 kilometers of range, 10 years of battery life, and $10 per node. But they're not so much so incredible. Actually, they are very much real. And we tested it at the beginning. I didn't believe most of them. But we started testing. And this, for example, that you see there, this is a gateway in Zurich that is, you see the lines. The red lines are actually the high-quality signal. And you can see that there is high-quality signal to several kilometers away from the gateway. So long range in LoRaWAN means there's like at least 3 kilometers of range in a city that you can achieve. And as soon as you go outside or a bit in a rural setting, 40 kilometers is doable. This is another gateway, also in Zurich, super long range. And things can get really insane if you do, like, under extreme conditions. This experiment was done by Andreas Spies, which some of you might know from YouTube. This is the guy with the Swiss accent. He's from the TTN Basel community. And he has a video, you should YouTube it, where he takes the car and starts driving north, trying to find what's the longest range he can get from ground to ground, and he managed to get 201 kilometers to connecting to a gateway in Weinstein. And if you go air to ground, then it's just insane. But of course, that's not realistic for most applications. Then when it comes to the cost, the nodes right now, they're still capped by the royalties in the base chip, but they're already pretty good. You can get a node for 850 in single quantities already in Switzerland. The gateway that is basically the access point, like a Wi-Fi router for this technology, is 250 for indoors. 300, 500 if you want to get a ready-made off-the-shelf product that you get here in Switzerland. And the important thing is that the entire stack is open source, right? So you can operate and you can control most of the network. And this technology works on ISM bands, so it means it's unlicensed spectrum. Means we can all use it. So effectively, this means there is a very low cost of capital expenditure if you want to get started on this. And there's a basically negligible operational expenditure. So operating a network like this is virtually free in the economical sense. This is the open source stack. The network stack, basically, and this is a very updated map of the of the frequencies used around the world for LoRaWAN. Here in Europe, in Switzerland in particular, we use 868 megahertz. The Americas use 915, and in general, Asia is a bit of a mix, but it's 433, kind of.
And then for the power consumption, the 10 years battery life, that is, of course, a bit much more dependent on your application. But there are three class profiles in the technology, three power profiles. Class A is the most supported one right now. It's a device that supports bidirectional communication, but it's not always on. So it will only get messages from the network after, as a reply to a request. And in theory, you can get 10 years with this. 10 years for a sensor like this basically exceeds the potential lifetime of the technology itself. So it's much more than what you need. So that's all nice and fancy, but of course the technology has limitations. Basically the bandwidth is severely limited, but it's a very good fit for IoT, sensor data in general. So the bandwidth, as you see, like really limited. The payload per message is as well very, very small. And there are regulatory limits because the license spectrum is unlicensed. So the radio spectrum is unlicensed, but it's regulated. So you cannot abuse it. So we all have to share the same spectrum. On top of that, there is the Things Network has a fair usage policy so that we can basically all profit from this system and not clog the network. Okay, but that's just the technological part. There are several competing technologies that are similar. There is Sigfox on one hand, there is Weightless on the other hand, and even Bluetooth low energy could be considered somewhat related. But what sets LoRaWAN apart is the community around it. And I want to talk about the specific case of Zurich because because I'm from that community. In Zurich, the spark to get this thing started was in 2015 when the Things Network Amsterdam, because that's where the project started. They started to appear in the different tech outlets, and they had this very simple page where you could go there and sign up and say, I want to do this in my city. And well, I read it and I thought it was amazing. I really wanted to do it. On the other hand, my second kid was just born, and I thought, like, fuck, this is the worst timing ever. But I had to do this. Okay, so I decided, fuck it, I'm going to do it. I wrote these guys, I got in touch with them. They say, do you want to be the community manager of Zurich? I said, well, I have no idea what that means, but let's give it a try. And we put together a very small team to start testing the technology. We got one of these eval kits, basically to see if all those marketing terms were anywhere achievable. We started playing with it. We saw that it was probably true, or many of them were likely to be true. So we got in touch with the IoT meetup group in Zurich, Thomas Sandberg. And we asked if they had anything going on around LoRaWAN. They said no, but let's do something together. So we organized a first meetup. And we invited the three providers in Switzerland, basically. Swisscom has a commercial network for LoRaWAN. Loriot is a private network provider for LoRaWAN, and they are based in Talville. They mostly operate networks abroad, but they are based here. And then we invited Vinke Giesman, the guy from Amsterdam that initiated this project. And he joined over Skype. And basically the conclusion of this meeting was, at the end I pitched the idea, where I asked openly the question of, is there enough interest to do this in Zurich? And the answer was yes. So we started meeting up. And uh,
we did a few meetups, and yeah, it was, I think, December or end of the year 2015, where we said, okay, let's install one, like some gateways, let's make this a bit more real. So we managed to get sponsorship for two initial gateways, which actually they are very cheap. These devices you can build yourself. It's a Raspberry Pi plus one board in the end. And yeah, at the beginning of December, we were ready to go live. We installed one gateway in Hung in Zurich, and then another one in Hartbrücke. And it was only after this that the community really like exploded. It's like if you have the existence of the network, you know, the fact that the network existed eliminates the barrier of entry. I mean, suddenly it's there, so I can do something to help this project. If there is nothing, it's very hard to like overcome the inertia. But if the project is already started and it's rolling, it's super easy for people to jump in and help. So that's what we saw. People started building things on top of this very, very simple network from back then. We started meeting up more often. And the community started growing. And in a couple of months, we basically covered the entire Zurich with gateways. Gateways that are operated by like regular people, not by companies, not by large telecom providers, just people that wanted to help out and say, okay, I can host a gateway at home, for instance, because I happen to have an amazing balcony in my home. Then we started a Slack team. And the Slack team is now like 500 people or so. It's like, of course, not everyone is active there, but there's a large community for Swiss TTN in there. And then we started thinking about sustainability. So how do we keep this going? How do we make sure that the network actually works in the long term? So that's the third part that I want to talk, the social change. Sustainability requires mostly a social change. So at the end of last year, we founded a Verein, the Open Network Infrastructure Association, that has as its primary goal ensure sustainability of open networks. Basically, build trust in the concept of open networks, because you know this is still a kind of an open question. Can you trust an open network? What is actually an open network? I mean, is it a network that it runs on open source hardware? What is it exactly? These definitions are a bit in motion, but we have a clear idea of where we want to go. And to answer the question of whether the network can be trusted or not, I think we need to look back in history and see what happened with the open source software movement. Because 20 years ago or 15 years ago, a guy said something like this, you know, and it was pretty common to question whether you should, you know, these questions were posed back then, like, can you trust software that was written by anonymous people on the internet? Like, who knows what this project is going to, like, is this going to stay around for good? Can I put my money on this? And this is the world we live in today, you know? So things have changed. And yeah, like there are millions of examples. Most of the traffic on the internet runs on top of open source. Half of the people here probably has a Linux
running on their pockets. So conclusion is the world right now is run by open source software. Another question is, can we translate open source software successes into open networking? And this, there are many questions that are still open. Can I trust that the gateway that I'm using to pass around my data is going to be online when I want? This guy is not going to go for holiday and then my whole application is going to be down. Can I trust that the sensitive information that I'm sending over this network is going to stay private? Can I trust that the backend is going to be up and running when I need it? And some tentative answers are already in place, answers that actually come from the same open source movement. Redundancy to counteract the fact that you cannot sign an SLA to a person that runs with a person that runs a gateway, for instance. But you can have enough redundancy that it doesn't really matter. It's the same thing that the argument that was presented before with open source. What happens if the maintainer of this project dies tomorrow? Nothing happens because there are many of them. Or someone else will pick up the flag, basically. Can I trust the sensitive information that I'm using on the network will be safe? Well, the answer in there is technology, cryptography. And can I trust that the backend will be up and running? The same principle as with the internet. Can you trust that the internet will be running tomorrow? Yeah, and it's not thanks to one company. It's thanks to the decentralization of the network. And finally, like when it comes to sustainability, can I trust that this will be around in a few years' time? And fundamentally, the answer is yes, if it's based on open source software and open standards, because you have ownership of the entire thing. Tomorrow, you can decide to split off this initiative and run it on top of your own infrastructure, because you just have to fork it, basically. You can fork the network anytime. So, yeah, with these open questions, I will leave it to Peter to continue with the topic, and thank you very much. Thank you. First question about the language. Is there anybody who doesn't understand German? Else I would change to German. It's okay, German. Deutsch ist okay. Geht das? Also die Slides sind in Englisch von dem her, aber dann mache ich das so. Dann verstehen wir uns eventuell noch etwas besser. Also, um was geht es in den nächsten 45 Minuten? Ganz kurz, ja, Sie wissen es jetzt noch nicht, aber ich werde relativ viel sprechen. Also, wer bin ich? Werde mich ganz kurz vorstellen. Und dann, ja, stelle ich mich der Frage, ja gut, eben Community-basierte Netzwerke mit den Vorteilen, die Gonzalo uns erwähnt hat. Wie sieht es dann aus, wenn ich das Netzwerk heute professionell nutzen will? Das heißt, ich habe eine Anwendung, mit der ich unter Umständen in meinem Unternehmen einsetzen möchte oder auch Geld damit verdienen. Damit ich diese Frage beantworten kann, muss ich zuerst überlegen, ja gut, was wollen professionelle Anwendungen, was ist dort wichtig, und eine Fit-Gap-Analyse machen zwischen dem, was heute besteht, und dem, was ich schlussendlich für eine professionelle Anwendung brauche. Vielleicht ganz kurz, Community-basierte Netzwerke, Things Network, das gibt eine sehr aktive Szene im Bereich Hacker, Maker, Hobby-Anwendungen. Da wird automatisiert, der Zugang ist relativ einfach. Natürlich kommt jetzt auch der Appetit damit, ja, gut, eben, können wir das nicht auch professionell einsetzen mit Systemen, die eine höhere Verfügbarkeit brauchen. Dann, es gibt diverse Geschäftsmodelle, die basieren auf dieser Technologie.
Ich werde kurz erläutern, was da existiert, was sind die Vorteile von diesen Systemen, was decken die ab. Und dann schlussendlich, wenn wir das haben, dann können wir uns dann fragen, ja gut, also kann ich jetzt dieses Community-basierte Netzwerk effektiv für meine Anwendung verwenden oder nicht? Ah, jetzt geht's. Okay, kurz zu meiner Person. Ich bin Professor für Automobilelektronik an der Berner Fachhochschule in Biel. Das heißt, ich habe ein Labor Fahrzeug Elektrik Elektronik. Ich bin Leiter vom Institut für Energie und Mobilität. IEM nennt sich das. Und darum bin ich auch hier. Ich bin Initiator wie Gonzalo in Zürich, bin ich in Bern Initiator. Das heißt, ich habe die Community-Gruppe Bern ins Leben gerufen aufgrund folgender Initiative. Das ist das hier. Also irgendwo im Juli, mehr per Zufall als wirklich gesucht, bin ich auf das Things-Network gestoßen. Das heißt eben um das offene LoRaWAN-Netzwerk Projekt. Und ich bin darauf gestoßen, weil ich im Bereich Fahrzeugkommunikation, also eben Sie haben vielleicht schon gehört von Vehicle to Everything, Fahrzeuge beginnen mit den Händlern oder mit den Herstellern zu kommunizieren. Sie beginnen mit Infrastruktur zu kommunizieren, sie beginnen untereinander zu kommunizieren. Und dort sind natürlich Netzwerktechnologien oder Drahtlostechnologien interessant zu beobachten. Und in diesem Kontext bin ich dann schlussendlich auf dieses LoRaWAN oder auf diese LoRa-Technologie gestoßen. Das hat mich sehr interessant hatte ich das Gefühl, das ist wirklich sehr interessant. Und ich habe einmal rumgehört im ganzen Betrieb von der Technik und Informatik im Bereich Berner Fachhochschule. Und ich stellte fest, dass jeder irgendwie daran arbeitet. In Form von einem Knotengerät, in Form von einem Gateway und in Form dann auch effektiv in der Backup-Infrastruktur, das heißt die ganze Server-Technologie etc. Das Know-how war vorhanden. Nun, ich habe dann gedacht, es ist eigentlich schade, oder? Wir machen da irgendetwas und jeder macht das für sich und lässt es in seinem Labor und hat Freude daran. Ingenieure arbeiten so, die haben Freude an der Technik, die schauen eigentlich, was geht und wenn sie das haben, dann sind sie schon zufrieden. Ich habe dann gesagt, ja, hey, das ist eigentlich schade, weil die Berner Fachhochschule, vielleicht wissen Sie das, das beginnt bei der Ausbildung in Gesundheit, über Architektur, Bau, also pädagogische Ausbildungen bis eben in die Technik und Informatik. Und ich habe gesagt, ja gut, das ist eine Technologie, die ermöglicht, Geräte zu vernetzen. Aber prinzipiell die Technologie ist das eine, aber die Anwendung, die ist dann effektiv spannend. Also was gibt es für Anwendungen? Wer kann das verwenden? Und ich habe gedacht, ja gut, wir können ja in der Berner Fachhochschule miteinander reden und wir stellen ein Forschungs- und Testnetzwerk innerhalb unserer Standorte, das heißt in Biel, Burgdorf, Bern. Wir haben relativ gut platzierte Gebäude. Wir haben auf diesen Gebäuden jeweils eine Antenne gestellt und konnten damit eigentlich großräumig das Gebiet Bern, Umgebung mit Biel, abdecken. Und haben begonnen mit Anwendungen zu entwickeln im Bereich Holz, natürlich auch technische Anwendungen und haben dann gesagt, ja gut, wir machen das Netzwerk zugänglich. Das heißt, wir sprechen darüber, wir machen Vorträge, wir laden quasi Leute in dieser Region, Firmen, aber auch Private ein und zeigen denen, wie sie Zugang haben zu diesem Netzwerk, damit sie ihre Projekte auch verwirklichen können. Das haben wir gemacht mit relativ gutem Erfolg. Das heißt, wir hatten wirklich Interessen. Es kamen Firmen auf uns zu und die wollten wissen, was dahinter steckt. Die haben auch gefragt, wie das dann geht.
Und ich hatte relativ viel Feedback. Ja gut, eben jetzt verwendet ihr da das Things Network. Ja, wie ist dann das für meine professionelle Anwendung? Und aus diesem Grund haben wir uns dann gesagt, ja, wir müssen dem einmal auf den Grund gehen. Anscheinend ist eine gewisse Skepsis vorhanden. Und was? Und habe die Frage umgekehrt und habe gesagt, ja gut, was gefällt dir nicht an einem community-basierten Ansatz? Was fehlt dir, damit das unter Umständen für deine professionellen Anwendungen interessant könnte werden? Und diese Informationen habe ich gesammelt und die präsentiere ich Ihnen jetzt gerne in diesem Rahmen. Eben, ich habe es bereits erwähnt, Initiator of the Things Network Community Bern, das war dann natürlich ein logischer Schritt mit dieser Initiative vom Research und Test Network. Und schlussendlich habe ich da dann auch teilgenommen an Open Network Infrastructure Association zusammen mit Gonzalo, um eben solche Sachen zu diskutieren, wo ist Bedarf, wie können wir unser Netz schlussendlich nachhaltiger gestalten, dass da jetzt organisch wächst im Interesse mit den Betreibern. Gut, stellen wir uns zuerst die Frage, warum überhaupt wollen wir professionelle Applikationen auf LoRaWAN betreiben? Was ist der Grund? Ich meine, wir alle wissen, es gibt gute Mobilfunknetze, die sind geografisch super abgedeckt. Ja, verwenden wir doch einfach das Bestehende. Schlussendlich, it's all about money. Es ist relativ einfach. Es geht immer ums Geld. Ist aber nicht immer negativ. Schlussendlich wollen wir ja alle irgendwie einen gewissen Standard pflegen, wir wollen etwas zu essen haben. Schlussendlich müssen wir von etwas leben. Das ist halt Geld. Und LoRaWAN-Technologie verspricht uns in diesem Bereich sehr viel, nämlich günstige Hardware. Es soll günstiger sein als bestehende Mobilfunktechnologie. Die Entwicklungskosten sollen kleiner werden. Die Geräte sollen einfach in Betrieb genommen werden können. Ganz wichtig, die Setup-Kosten. Sie wissen, Beispiel Mobilfunktechnologie. Ja, Sie müssen einen Vertrag machen. Sie bekommen eine Rechnung monatlich, die müssen Sie begleichen. Das ist Aufwand, das ist ein administrativer Aufwand. Wenn da etwas einfacher geht, umso besser. Dann spare ich auch die Setup-Kosten. Infrastrukturkosten. Wir haben ausgerechnet, ein flächendeckendes Netz in der Schweiz, sprechen wir von ca. 10 Millionen Franken. Ja, ist viel Geld für eine Einzelperson, aber doch eigentlich noch überschaubar für eine komplette Abdeckung in der Schweiz. Vor allem, wenn sie geplant ist. Wenn natürlich überall irgendwie Gateways installiert werden, dann ist es etwas schwieriger. An einem Ort insbesondere haben wir viel und dann in den Alpenregionen, dort haben wir dann nichts. Weil es dort einfach weniger Leute gibt. Aber trotzdem mehr später dazu. Dann Operating Costs, also alles, was während dem Betrieb des Gerätes an Kosten anfällt. Auch dort soll uns die LoRaWAN-Technologie schlussendlich helfen. Also, um was geht es schlussendlich? Die Lebensdauerkosten sollen reduziert werden, ohne dass die Funktion eingeschränkt wird. Damit ich verstehe, wie das funktioniert, diese Kosten, dann ist etwas wesentlich. Es gibt zwei Begriffe, die momentan relativ oft ausgesprochen werden. Das eine ist Machine-to-Machine-Kommunikation und das IoT, Internet der Dinge. Nun, was ist eigentlich der Unterschied? Ich will nicht allzu lange darauf bleiben, aber trotzdem, es hilft zu verstehen, was ist eigentlich der Unterschied. Bis anhin wurde größtenteils so gearbeitet. Das heißt, wir haben ein Gebäude, das braucht eine
Feuermeldeanlage. Was mache ich? Ich rufe einen Hersteller an und sage dem, du, mein Gebäude braucht einen gewissen Schutz, ich brauche eine Sprinkleranlage, ich brauche Rauchmelder und. Installiere mir ein solches System. Der kommt, installiert Sensoren, installiert Sprinkleranlagen und irgendwo wird er dann wahrscheinlich noch einen Computer hinstellen. Und diesem Computer läuft ein Programm, das mit diesen Sensoren und Aktoren spricht. Die Daten behält er für sich. Dann kommt der Einbruchschutz. Der braucht ebenfalls Sensoren. Der braucht ebenfalls ein System. Auch der installiert seine Sensoren irgendwo im Gebäude und stellt einen zweiten Computer hin. Und zu guter Letzt kommt dann noch Heizung, Klima, der Monteur, und der macht noch einmal dasselbe. Wenn Sie Glück haben, läuft alles auf dem gleichen PC. Wobei, dann haben Sie schon wieder ein Problem mit der Gewährleistungsfrist. Ja gut, das ist Machine-to-Machine-Kommunikation, weil nicht mehr direkt mit einer Person kommuniziert wird, sondern zwischen Sensoren und Systemen. IoT verfolgt einen anderen Ansatz. Das heißt, ich installiere Sensoren und schicke diese Daten einmal ins Internet. Also jeder Sensor liefert seine Daten ins Internet, stellt die zur Verfügung. Und jetzt, wenn ich eine Feuermeldeanlage installieren muss, dann nehme ich diese Daten aus diesem System, nämlich die, die ich brauche. Das ist die Idee. Klar, jetzt kommt natürlich Sicherheit und ja, ich muss die volle Kompetenz über meine Systeme haben und. Aber es geht ums Prinzip. Das ist die Idee. Ich stelle meine Daten einfach einmal zur Verfügung und nehme das raus. Das ist der große Unterschied. Nun, das hat Konsequenzen. Wenn ich in diese flexible Lösung vom Internet wechseln will, von der Machine-to-Machine-Kommunikation, dann habe ich ein Dilemma. Und das habe ich versucht hier darzustellen. Machine-to-Machine-Kommunikation, das ist mal grundsätzlich teuer, so ein System. Weil ich muss die Sensoren kaufen, ich muss die installieren und ich muss eigentlich die ganze Wertschöpfung selbst machen. Der Nutzen dieser Daten ist perfekt, weil ich habe genau die Daten in dieser Form, wie ich sie will und wie ich sie brauche. Knoten gibt es relativ wenig. Es gibt nämlich genauso viel, wie ich brauche. Wenn ich aber ins Zeitalter von Internet der Dinge wechseln will, dann muss ich ein Tal durch. Weil die Sensoren werden einfacher. Die sind unter Umständen nicht mehr skaliert auf meine Bedürfnisse. Folglich nimmt der Wert der Daten ab, zuerst. Wenn es dann genügend andere Sensoren gibt und Lieferanten, die auch ihre Daten zur Verfügung stellen, dann steigt dann der Wert wieder, weil ich alle nötigen Daten zur Verfügung habe. Die Kosten, die sollten auch abnehmen. Das ist ein Vorteil, weil ich ja nicht mehr alle Sensoren zur Verfügung stellen muss für meine Anwendung. Und selbstverständlich die Anzahl Geräte oder Sensoren, Helferlein, die steigt. Das Problem ist aber, wie komme ich da von hier, von meiner Lösung heute, irgendwie da drüber, weil ich eben durch dieses Tal der eher weniger wertvollen Daten in das Paradies da komme vom Internet der Dinge. Und dazu braucht es ein paar wichtige Änderungen im heutigen System. Das eine ist, sprechen wir von den Hardwarekosten, Modemkosten. Bei LTE-Technologie, Mobilfunktelefonie, sprechen wir von 20 bis 100 Franken. Hardware-Investments. Für den Semtech-Chip, den Sie brauchen, damit Sie ein Gerät LoRaWAN-fähig machen können, bezahlen Sie etwa $3. Kommt darauf an, wie viel Sie abnehmen. Aber Sie sehen,
da liegt Potenzial. Das wird günstiger. Das heißt, Ihre Geräte werden grundsätzlich günstiger. Dann weiter Provisioning Costs. Die Geräte zu installieren bzw. das Setup zu machen, zu programmieren. Sie wissen, dass schon nur eine einfache Wi-Fi-Verbindung aufzunehmen, hat einen gewissen Aufwand. Sie können das Gerät nicht aus der Verpackung nehmen und dann funktioniert es. Sondern Sie müssen da ein Setup machen und so weiter. Das kostet Geld. Das beginnt vielleicht bei 50 Franken. Eine einfache Rechnung zu schreiben kostet 25 Franken, das wissen Sie auch. Darum ist das relativ schnell einen großen Teil an Kosten, ein Gerät zu installieren, vorzubereiten, dass es überhaupt kommunizieren kann. Diese Kosten sollen ebenfalls massiv mit Hilfe der LoRaWAN-Technologie reduziert werden können. Größenregion 2 bis 5 Franken, bitte knöpfen Sie mich nicht auf, wenn das nicht gerade stimmt, aber es ist so eine Idee. Dann die Transferkosten. Ich habe es bereits angesprochen. Mobilfunk kostet je nach Abonnement zwischen 4 und 100 Franken, je nach Datenmenge, die Sie kommunizieren wollen. Das ist klar, wenn Sie Machine-to-Machine-Kommunikation machen, dann schauen Sie, dass Sie mehrere Sensoren zusammen auf ein Modem bringen, dann steigt die Datenrate, dafür haben Sie nur ein Modem. Ja, für wirklich IoT zu betreiben, muss das Richtung Null streben. Die Kosten für die Daten über die Lebensdauer. Mit jedem Franken, den ich irgendwie einsparen kann, wird das Thema IoT für meine Anwendung interessanter. Auch wenn der Nutzen nicht besonders hoch ist, Beispiel Briefkasten, sind Sie bereit, 50 Franken pro Monat zu bezahlen, dass Sie wissen, wann die Zeitung im Briefkasten ist? Wahrscheinlich nicht. Sind Sie bereit, 50 Franken mehr zu bezahlen für einen Briefkasten, der Ihnen sagt, wann die Zeitung in Ihrem Briefkasten ist? Ja, vielleicht. Also ist es entscheidend, wenn Sie neue Anwendungen bringen wollen im Bereich IoT, dann müssen Sie schauen, dass die laufenden Kosten möglichst gegen Null streben. Ja gut, und jetzt schlussendlich, was haben mich dann diese Unternehmen, diese Privaten gefragt oder notiert oder vermerkt, wieso sie schlussendlich trotzdem nicht auf ein community-basiertes Netzwerk gehen wollen oder wieso sie vielleicht noch zuwarten. Ein Hauptargument ist Netzwerkabdeckung. Ganz klar. Ich habe hier ein Beispiel genommen, ist aktuell von Swisscom LPN. Das ist momentan das einzige Netzwerk, das in der Schweiz flächendeckend betrieben wird. Können Sie ab heute bestellen, ist zugänglich. Sie können Geräte anhängen an dieses Netzwerk. Wenn Sie die Abdeckung anschauen, dann sieht doch das ganz vernünftig aus. Sie sprechen von einer Abdeckung von etwa 80% in der Schweiz. Insbesondere natürlich die urbanen Gebiete sind sehr gut abgedeckt. Da in den Alpen, ja klar, oder, das sind dann Nischenanwendungen, von dort her nicht. Das Netz ist aber im ständigen Aufbau. Das heißt, da kümmert sich eine Truppe darum, plant die Standorte der Gateway und setzt die optimal in die Landschaft, damit wir eine möglichst gute Abdeckung haben. Im Vergleich dazu ist da die Netzabdeckung von, ja, ich sage jetzt einmal, größeres Mitteleuropa. Sie sehen einfach die Netzwerkstandorte. Wenn Sie es in der Schweiz anschauen, das wechselt immer wieder. Wir haben etwa 170 Gateways in der Schweiz, die betrieben werden. Zum Teil ein bisschen mehr, zum Teil ein bisschen weniger. Es kommt auch darauf an, jemand wechselt sein Hobby, dann nimmt das wieder ein bisschen ab oder ein Neuer findet das als Hobby und baut einen Knoten auf. Das ist so in der Community-Welt. Da sind Sie frei, wie Sie die Gateways betreiben wollen. Hier, das sind professionelle Gateways, die werden gemanagt betrieben. Also Netzwerkabdeckung, fast immer das erste Wort. Ja, ich brauche einfach eine gute Abdeckung.
damit ich meinen professionellen Use Case darauf laufen lassen kann. Gut, Netzwerkabdeckung ist aber relativ. Ich habe Ihnen ein Beispiel, das ist ebenfalls einer von unseren Gateways, der steht auf dem Weißenstein, der Solothurner Hausberg, vielleicht kennen Sie den. Ich habe die Berechnung gemacht, wie weit nun dieser Gateway reicht. Und Sie sehen, dass hier alles Grüne ist abgedeckt. Also kann ich stolz hinstehen und sagen, mein Gateway deckt 25% der Schweiz ab. Ich brauche 4, dann habe ich 100%. Ja, so einfach ist es nicht. Also, ich hatte Meldungen im Bereich Neuenburg, die hatten eine Verbindung. Ich hatte jemand von da oben ebenfalls diese 200 Kilometer eine Meldung. Es hat funktioniert. Das sind aber natürlich ausgesuchte Standorte. Das heißt, was heißt jetzt Netzwerkabdeckung schlussendlich? Wo brauche ich meine Abdeckung? Es gibt Use Case. Sie wollen Ihr Firmengelände abdecken. Ja, stellen Sie ein Gateway auf Ihr Dach von Firmenhauptgebäude und Ihr Firmengelände ist genügend abgedeckt. Oder ich brauche eine regionale Abdeckung, Stadt, Dorf, weiß der Geier was, weil ich irgendwelche Kommunalanwendungen betreiben will. Oder Schweiz, ich habe einen Schweizer Use Case. Okay, dann gibt es Provider, die bieten Ihnen das an. Oder ich habe eine internationale Anwendung. Ja, dann wird es im Moment schwierig. Es gibt zwar Roaming-Spezifikationen, aber die sind noch nicht wirklich umgesetzt. Muss ich eine reine Außenabdeckung haben? Innenabdeckung? Will ich ein Parkhaus damit abdecken? Ja, dann relativiert sich dann diese Karte relativ schnell. Hä? Dann sieht es nicht mehr so aus. Im zweiten Untergeschoss können Sie vergessen, dass Sie den weißen Schein noch sehen. Dann eben Signalqualität. Die Verbindungsqualität steht im direkten Zusammenhang mit dem Energiebedarf von Ihrem Gerät. Das heißt, wenn Sie eine Kelleranwendung haben, Wasserzähler zum Beispiel, typisches Beispiel, Wasserzähler, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, bei mir kommt noch jemand vorbei, läutet, guten Tag, freundliche Person, ich muss Ihren Wasserzähler ablesen, kommen. Ideale Anwendung, wenn der Zähler das selbstständig meldet. Es gibt eine Anwendung von einem, wo bin ich jetzt hier? So, von einem Hersteller, der macht ein LoRaWAN-Modul für einen Wasserzähler. Er sagt aber gleichzeitig, ein Wasserzähler wird alle 15 Jahre ausgewechselt. Es kann nicht sein, dass ich die Batterie wechseln muss, damit zwischendurch für diesen Zähler, die Batterie muss 15 Jahre halten. 15 Jahre halten, das heißt, ich brauche eine optimale Abdeckung. Ich brauche quasi in jedem Quartier ein Gateway, damit ich die Sendeleistung so reduzieren kann, dass der auch wirklich 15 Jahre hält. Auch das ist Abdeckung. Das sind alles Überlegungen, die ich mir schlussendlich dazu machen muss. Dann die ganzen Abilities, habe ich die einmal genannt. Was das kommt, ja, die Verfügbarkeit ist wichtig. Meine Applikation muss rund um die Uhr verfügbar sein. Mein Netzwerk muss immer funktionieren. Zuverlässigkeit vom Netzwerk. Wenig Ausfälle. Dann Nachhaltigkeit. Ja, wenn Sie tausende von Sensoren verteilen, dann muss das Ding eine Weile halten. Das heißt, nicht morgen kann eine andere Technologie kommen und ja, wir wechseln jetzt ab. Die Technologie. Eben Beispiel Wasserzähler, 15 Jahre. Das heißt, das Ding muss 15 Jahre funktionieren, die Infrastruktur muss 15 Jahre halten. Und glauben Sie mir, es gibt genügend weitere Technologien, die in den Startlöchern sind. Bereits. Dann
eben natürlich, ja, es sollte günstig sein. Wenn es günstiger ist, dann habe ich mehr Gewinn. Das ist das eine. Aber auch das andere, es ermöglicht eben neue Anwendungen und Applikationen. Dann schlussendlich den Support. Ja, ich will anrufen können, rund um die Uhr, wenn ich ein Problem habe, wenn ich etwas nicht verstehe. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, ja, ich will Zugang haben per E-Mail, ich will FAQ, ich brauche saubere Dokumentation, ich brauche ein Forum oder ich brauche ein How-To, eine Anleitung, damit ich damit möglichst rasch arbeiten kann. Weil auch da wieder Entwicklung, Kosten, das ist ebenfalls Aufwand. Workshops natürlich, also ich muss irgendwie Zugang haben, das zu lernen, Training, User Groups und so weiter. Also auch das wird immer wieder genannt. Ja, wie ist denn das? Wie ist eigentlich die Organisation vom Support? Was gibt es da für Möglichkeiten? Dann natürlich, je nach Anwendung, Sicherheit ist ein Thema. Sicherheit ist zum einen technologiebasiert. Wenn Sie LoRaWAN verwenden, dann bekommen Sie ein Grundsetting an Sicherheit. Wir können darüber diskutieren, ob jetzt da die AES-128-Verschlüsselung wirklich noch genügend ist oder eben nicht. Es geht nicht darum, leben Sie damit, die ist einfach einmal so. Das ist die Technologie, die diese Sicherheit mitbringt, aber dafür Punkt zu Punkt. Das heißt, vom Gerät bis zu Ihrer Anwendung. Und dazwischen werden die Daten verschlüsselt und sowohl der Netzwerkbetreiber und alle dazwischen können eigentlich nichts mit diesen Daten anfangen. Aber haben Sie sich schon einmal überlegt, wie Sie eine offene und geschlossene Türe verschlüsseln wollen? Schon alleine die Meldung gibt Ihnen Informationen. Das heißt, wenn Sie eine Meldung sehen, die vom Gerät abgesetzt wird, die Türe hat sich bewegt, wenn Sie dann beobachten, dann wissen Sie, ah, jede zweite Meldung ist die Türe offen. Können Sie gar nicht mehr verschlüsseln. Und das ist natürlich so der Teil heute, weil die Geräte, die IoT-Geräte, die werden grundsätzlich kleiner und liefern auch weniger Informationen, einfache Informationen, eben wie Türe offen, geschlossen, Temperatur, Feuchtigkeit, irgendeinen Füllstand etc. Klar, Sie können die Meldungen zyklisch absetzen, dann können Sie da den Angreifer noch etwas verwirren, da gibt es natürlich schon Strategien, aber das ist mal das eine. Also es ist gar nicht so einfach, IoT-Anwendungen wirklich so sauber zu verschlüsseln, weil schon alleine die Meldung kann eine Information sein. Dann habe ich Vertrauen in meinen Anbieter. Was macht er mit meinen Schlüsseln? Weil irgendjemand generiert ja diese Schlüssel und was macht er damit? Im Prinzip hat er da ein Passepartout oder er hat einen Ring voller Schlüssel oder von diesen Nodes. Und was macht er damit? Also habe ich Vertrauen in den Betreiber oder in die Firma? Das ist auch entscheidend. Server Security, also das Zeug läuft schlussendlich auf diversen Servern, diese LoRaWAN Backend-Infrastruktur. Ja, wie angreifbar sind die etc.? Das ist auch Sachen. Also es ist eigentlich das ganze Vertrauen von den Providern, also wem ich da meine Daten in die Hand lege. Und schlussendlich, wo ist dieser Betreiber? Wo ist der zu Hause? Wir haben es gehört, Things Network, der Betreiber, der ist in Amsterdam zu Hause und die Server liegen auch dort. Also alle Things Network Server, die sind in Amsterdam. Das heißt, jedes Paket macht den Umweg hoch nach Amsterdam, kommt dann zurück zu ihrer Applikation. Verschlüsselt, okay. Aber vielleicht beängstigt Sie ja schon allein der Gedanke, dass der die Schweiz oder Ihren Server verlässt. Also auch das sind Bedenken, die da von möglichen Interessen genannt wurden. Okay, die Bedürfnisse
die sind bekannt. Also fragen wir uns jetzt, ja, was gibt es dann für Ansätze oder wer bietet so ein Netzwerk an und wie bietet er es an und welche sind die Vorteile und Nachteile? Vor allem die Vorteile sind für mich wichtig. Also ich bin Dozent, ich halte mich aus der Politik raus und ich will auch niemand schlecht reden hier. Darum zeige ich einfach auf, wieso dieses Modell auch wirklich Sinn machen kann. Das Telekom-Konzept. Beispiel Swisscom, das ist ein typischer Betrieb von einem solchen Netz, Betreiber von einem solchen Netzwerk. Das heißt, der stellt einerseits da die ganze Netzwerkinfrastruktur. Das sind Server, das sind Maschinen, die die Pakete von den Antennen bekommen. Die müssen dann aufbereitet werden. Jedes Paket muss identifiziert werden und schlussendlich ja, zu Ihnen geschickt werden in Ihr Form. Und das machen diese drei Server. Ich habe die extra dargestellt, weil ich ganz kurz darüber etwas erzählen will, wie das funktioniert. Wir haben quasi drei Server mit unterschiedlichen Aufgaben. Wir haben ein sogenannter Router. Das LoRa-Protokoll hier ist extrem, die Funkstrecke hier ist extrem simpel aufgebaut. Es gibt keine Übergabe von Knoten von einer Antenne zur nächsten, wie wir das kennen bei den Mobilfunkzellen. Sondern das Gerät sendet einfach und hofft, dass es gehört wird. Es weiß es nicht grundsätzlich. Jetzt das Paket kommt idealerweise bei mehreren Gateways gleichzeitig an. Ja, es macht keinen Sinn, dass Sie das Paket dreimal erhalten. Also macht der Router, der schaut dann schlussendlich, der hat die Verbindung zu allen Antennen, der schaut, ah, das ist dreimal gekommen, hier ist es am besten, die Signalstärke war am besten, ich nehme nur das und verarbeite das weiter. Beziehungsweise ich gebe es an meinen Kollegen hier, den Broker, und der schaut dann, ja, wie muss ich irgendwie reagieren, das ist dann auch noch technologieabhängig, muss ich irgendeine Confirmation schicken, das heißt, dass eben das Gerät dann trotzdem weiß, ob das Paket angekommen ist oder nicht, beziehungsweise an wem gehört dieses Paket überhaupt, wem muss ich das zustellen. Das macht der Broker. Und dann zum Schluss hier der Keyhandler, der hat die Schlüssel, damit das Paket dechiffriert werden kann. Also da sind die Schlüssel abgelegt, hier bei diesem Händler. Und der schickt Ihnen dann das Datenpaket über das normale Internet. Da haben wir dann quasi eine normale Internetkommunikation auch mit den entsprechenden Internetprotokollen, damit Sie das weiterverarbeiten können. Damit Sie sich eben nicht um LoRaWAN kümmern müssen, sondern damit Sie mit HTTP, mit MQTT arbeiten können zum Beispiel. Diese drei Komponenten sind alle vereint, das können Sie bestellen bei Swisscom ab heute, kein Problem, funktioniert einwandfrei und es hat auch sehr gute Vorteile. Das eine ist, es kümmert sich jemand darum, dass das Zeug läuft. Das heißt, wenn ein Problem entsteht, dann ist dort jemand vorhanden, den Sie informieren können oder er merkt es vielleicht schneller, als Sie es merken. Ganz klarer Vorteil für professionelle Anwendungen. Managed Support. Das heißt, Sie können Kurse besuchen, die werden periodisch durchgeführt. Sie erhalten eine saubere Dokumentation, weil auch hier wieder, es kümmert sich jemand darum. Und schlussendlich, ein wesentlicher Vorteil, das haben wir gesehen, eine geplante Abdeckung. Also nicht hier innerhalb von ein paar Quadratmeter 5 Gateways, und dann dafür irgendwo keine, sondern eben geplant. Von dem her ein durchaus interessantes Modell. Dann der zweite Ansatz, Cloud Service Konzept, habe ich das einmal genannt. Beispiele gibt es auch da. Loriot ist ein Beispiel, Firefly von Digimondo. Die bieten Ihnen die Software von LoRaWAN an. Das heißt, Sie können quasi ein Netzwerk mieten.
Oder Sie können die Software kaufen und auf Ihren eigenen Server betreiben. Glauben Sie mir, das kann durchaus interessant sein, weil ich kann als Netzwerkbetreiber auftreten. Das heißt, ich kann sagen, Region Solothurn, ich baue ein Netzwerk, ich gehe zu einem dieser Cloud-Service, ich miete eine Serverinfrastruktur und ich biete das für den Raum Solothurn an. Oder ich verkaufe diese Dienstleistung weiter. Der Unterschied ist aber, die Antennen, ja, für die bin ich zuständig. Die stelle ich auf. Je nach Anwendung, wie wir gesehen haben, auch das kein Problem. Ich kann Raum BN abdecken, selbstständig. Und zwar in der Dichte, so wie ich das will. Oder ich stelle eine Antenne auf meinem Firmengelände und die Daten bleiben bei mir, insbesondere dann, wenn ich die Software noch bei mir laufen lasse. Also von dort her gibt es auch für dieses Modell Vorteile, wieder Managed Reliability, das heißt, jemand kümmert sich darum, dass dann schlussendlich der Server, die Software oder die Cloud eben entsprechend meinen Bedürfnissen funktioniert. Ich habe wieder einen Managed Support, das heißt, ich kann jemanden anrufen. Es gibt eine Nummer. Aber schlussendlich der Vorteil bei dieser Variante ist, ja, ich bin alleine. Ich habe mein System abgekoppelt. Ich kann damit machen, was ich will und was ich für richtig halte. Und jetzt noch das Community-Konzept. Das Community-Konzept sieht so aus, dass es gibt einen Betreiber der Infrastruktur, das ist das Things Network. Es gibt ganz viele, die daran teilnehmen. Das heißt, die stellen eben Antennen auf. Irgendwo stellen sie die Antennen auf und betreiben ihre Anwendungen. Heute kann ich sagen, wahrscheinlich größtenteils Hobbybereich, Prototyping, Testumgebung in diesem Bereich. Aber grundsätzlich hindert mich weder die Community noch Things Network daran, da professionelle Anwendungen darauf zu lassen. Was heißt das nun? Im besten Fall kann ich mit dem hier leben. Das Problem ist einfach, ja, ich habe es gesagt, wenn ich mein Gateway nicht mehr betreiben will, dann stelle ich den ab. Ja, wenn Sie dann eine professionelle Anwendung haben und Sie haben sich darauf verlassen, dass diese Gateway läuft, haben Sie halt einen Ausfall. Ja gut, aber ich kann ja auch eigene Gateways machen. Ja, können Sie, aber Sie müssen damit leben, dass halt diese Gateway automatisch der Community zur Verfügung gestellt wird. Ist im Normalfall auch unproblematisch, weil das sind relativ dumme Geräte, die leiten einfach die Meldung hierhin, verschlüsselt. Aber nichtsdestotrotz, ja, es ist mein System, ich möchte nicht unbedingt. Das ist der Community-Ansatz. So funktioniert heute das Things Network. Ja, was sind die Vorteile hier, Low Entry Level? Sie alle können heute damit beginnen. Was Sie angeben müssen, ist ein Benutzername, eine E-Mail. Das ist es. Kein Newsletter, der automatisch angemarkt ist. Keine Adresse, das können Sie sich alle sparen. Es ist wirklich absolut schlank gehalten. Sie können heute damit anfangen, wenn Sie im Raum Zürich-Bern sind, dann haben Sie sogar schon die Gateway-Installation zur Verfügung, die können Sie nutzen. Es ist cost-kompetitiv. Wir haben gesehen, LoRaWAN, all about money. Und hier haben wir eigentlich einen Ansatz, weil Sie sind nicht mehr verantwortlich, für die ganze Infrastruktur zu bezahlen. Sie können die einfach mitnutzen. Ja, Sie leisten einen Teil, aber Sie bekommen die ganze Community mit in Ihrer Anwendung. Das ermöglicht unter Umständen, Ihre Anwendung eben durchzuführen, weil sie sonst zu teuer ist. Und schlussendlich eine Riesenflexibilität. Weil
Gonzalo hat es gesagt, ja, das Zeug hier ist Open Source. Es hindert mich niemand daran, einen eigenen Server zu betreiben. Es hindert mich niemand daran zu sagen, weißt du, das da will ich nicht. Ich mache einen eigenen Handler. Ich habe die Schlüssel bei mir. Kennen Sie? Und trotzdem können Sie da auf die Community-Infrastruktur zurückgreifen. Gut, so what? Kann ich das Zeug jetzt gebrauchen oder nicht? Ja, es kommt drauf an. Und zwar kommt es darauf an, für was Sie das Zeug verwenden wollen. Ja, was brauchen Sie dann? Was ist die Abdeckung, die Sie brauchen? Lokal, national, wenn Sie national wollen, dann gibt es heute, Stand heute, eine Variante. Und die ist gut, die funktioniert. Was sind meine Sicherheitsbedürfnisse? Wenn die jetzt hochverfügbar, hochsicher ist, müssen Sie sich vielleicht noch fragen, ist LoRaWAN wirklich die richtige Technologie? Oder würde ich nicht besser ein Kabel ziehen von meinem Sensor zu meinem Rechner, weil dann habe ich die höchste Sicherheit und Verfügbarkeit. Welchen Support brauche ich? Kann ich zu Gonzalo gehen oder zu mir gehen und ein bisschen Kaffee trinken zusammen, gegen Abend dann auch ein Bier? Und mit denen diskutieren und deren Know-how bei mir einbeziehen? Oder brauche ich wirklich, nein, ich will Tagesschulung und so weiter. Und zwar nicht dann, wann Gonzalo oder Peter Lust hat dazu, sondern ich will eine Agenda haben. Dann sind Sie momentan sicher auch noch auf eine andere Lösung angewiesen. Wie funktioniert überhaupt mein Businessmodell? Also mit was will ich Geld verdienen? Oder ja, wie sieht das aus? Vielleicht liegt ja ein professionelles Netzwerk, das ist ein kommerzielles Netzwerk, durchaus drin. Und schlussendlich eben, was ist dann die Konsequenz, wenn es einmal nicht mehr funktioniert? Kein Problem, ich stelle einfach meinen eigenen Gateway auf, dort, wo halt eine Lücke ist. Dann können Sie problemlos die Community-Variante zumindest einmal anschauen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg für Ihr Projekt. Ich sehe viele fragende Gesichter. Sie sind nicht zufrieden mit meinem Statement. Ja gut, also. Lassen Sie mich noch ein bisschen laut denken. Was wäre, wenn wir eine Open Network Infrastruktur zukünftig aufbauen? Das heißt, wir versuchen, die Vorteile aller Systeme so gut es geht zu vereinen. Was heißt das konkret? Community ist spannend. Heute ist Innovation entscheidend in jedem Unternehmen. Das heißt, wenn sich da die Maker, Hacker, Tüftler darum kümmern, dann generieren die neue Ideen. Wenn die Gateways stellen, da zukünftig, wieso nicht nutzen? Und es ist eine Frage der Menge, wie Gonzalo auch gesagt hat. Wenn die Dichte so hoch ist, dass ein paar rausfallen können, ja, dann müssen Sie kein SLA mehr unterzeichnen. Dann wissen Sie einfach, das System funktioniert. Es wird getragen durch die Redundanz. Nichtsdestotrotz, das Ding läuft in Amsterdam. Das Ding ist in fremden Händen. Ja, was wäre, wenn wir jetzt eine Trusted Plattform einführen? Das heißt, wir nutzen diese Infrastruktur hier, aber gewisse Komponenten lagen wir aus. Wie zum Beispiel ein Handler mit den Schlüsseln in eine Organisation,
die Vertrauen, in der sie das Vertrauen haben. Das heißt, wir nutzen Community, die Vorteile von Community und ergänzen das System mit Komponenten, die einen professionellen Einsatz ermöglichen. Zum Beispiel auch Antennen. Wieso nicht? Ich kann ja Antennen da zur Verfügung stellen. Über eine Trusted-Plattform. Aber ich kann auch weiterhin eigene Antennen anbieten. Die Server, die laufen vielleicht nicht mehr in Amsterdam, sondern plötzlich in der Schweiz. Das System lässt das grundsätzlich zu. Und hier liegen natürlich plötzlich auch wieder neue Businessmodelle. Und wenn Sie anschauen, was mit Linux passiert ist in den letzten Jahren, Linux kommt aus der Hacker-Maker-Szene und es war unglaublich kompliziert, kryptisch und so weiter, aber es läuft gut. Und dann haben sich Distributoren darum gekümmert, haben Pakete genommen, haben ihren Aufwand dazugegeben und haben schlussendlich eine Lösung verkauft. Und an Anlehnung an dieses System von Linux mit den Distributoren SUSE, Red Hat, Ubuntu und so weiter, das könnte eigentlich auch mit dem Netzwerk funktionieren. So, jetzt bin ich fertig. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt haben wir rund 20 Minuten noch für Fragen. Gonzalo und ich werden uns da die Fragerunde teilen. Wir sind gespannt auf Ihre Inputs. Ja? Ich habe ein Problem mit der zur Verfügung stehenden Bandbreite und dieser Fair Use Policy. Mhm. Ich verstehe das, man teilt sich die Bandbreite, und zwar die Berner Fachhochschule mit der Swisscom. Jeder, der in diesem Bereich funkt, nimmt sich einen Teil. Wenn ich jetzt privat auf meinem Gelände einen Gateway installiere und die ganze Infrastruktur aufbaue, habe ich eine super Abdeckung, aber ich stehle Bandbreite. Das kann ja nicht aufgehen mit dieser Fair Use Policy. Der Städte mit der stärksten Sendeleistung klaut sich die Bandbreite. Und wie viel habe ich zur Verfügung jetzt im The Things Network mit über ihren Hotspot, ich bin 10 Kilometer entfernt von Bern, in ihrem Fall, und wenn ich meinen Hotspot selber aufbaue, weil ich will ungefähr Radius 5 Kilometer abdecken, ein Dutzend Standorte, und eigentlich alle 10 Minuten ein Paket verschicken, weil das wäre ein Echtzeit, zurzeit ist es ein Echtzeit-Monitoring-System, und da kommt eigentlich live kann man das beobachten, alle 10 Minuten ein Update. Also wie eine Meteostation. Weil wenn du es weißt, ist es auch im 10-Minuten-Rhythmus. Das ginge in meinem, so wie ich es verstanden habe, ginge das gar nicht mit diesen 10-mal pro Tag Daten senden. Also das ist der Downlink, das heißt, Sie können von einem Gateway maximal 10 Meldungen zu Ihrem Gerät senden. Umgekehrt von Ihrem Gerät ins Internet können Sie nach Fair Use Policy 30 Sekunden senden über Things Network. Wie viele Daten bringe ich durch? Das kommt wiederum darauf an, wie gut die Verbindungsqualität ist. Wenn die Verbindungsqualität schlecht ist, dann brauchen Sie mehr Zeit zum Senden Ihrer Daten. 30 wenn Sie Sekunden, 50 Bit pro Sekunde? Ja, das hängt davon ab. Es ist schwierig zu sagen. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie alle 10 Minuten ein senden wollen, dann laufen Sie im Normalfall nicht in ein Problem, wenn Sie nicht gerade, also das können Sie durchaus machen, Sie verletzen die Fair Use Policy nicht. Entscheidend ist aber, Sie sprechen wirklich ein interessantes Thema an, das ist zwar sehr technisch, es ist ein lizenzfreies Band, darum können wir ja auch Antennen aufstellen, beliebig. Wenn Sie eine Mobilfunkantenne aufstellen wollen, das können Sie nicht. Das Band steht für ISM. ISM steht für Industrial Science and Medical. Ursprünglich gedacht für Kurzstreckenkommunikation.
Und jetzt plötzlich verwende ich das gleiche Band für mehrere Kilometer. Das Band ist relativ schmal. Und es ist nicht nur so, dass sich Swisscom das Band teilt und Things Network das Band teilt und Loriot und alle anderen Systeme. Die Luft gibt es nur einmal. Das heißt, alle senden auf der gleichen Luft. Wenn sie Kollisionen haben, dann geht unterm Strich das Paket verloren. Und darum gibt es natürlich starke Einschränkungen schon alleine von den Reglementarien her. Also sie dürfen maximal 1% ihrer Zeit senden mit einem Gerät. Das heißt, wenn sie eine Sekunde senden, dann müssen sie 99 Sekunden schweigen. Und das ist im Chip integriert, damit sie das gar nicht verletzen können. Dann kommt es eher auf Anwendung drauf an. Wenn sie die Datenmenge überschreiten, dann sind sie in der falschen Technologie. Aber oft können sie die Daten auch entsprechend reduzieren. Oder sie müssen natürlich nicht im Klartext Temperatur gleich 23,23 Grad senden, sondern sie schicken einfach ein Word, 2 Byte. Und dann verarbeiten sie es dann im Internet. Dort haben sie dann genügend Ressourcen und Kapazitäten, Speicher. Also das heißt, die Strecke müssen sie möglichst, das Protokoll müssen sie ohne Overhead verwenden. Ja? Eine Frage zur Firma Semtech. Die Funktechnologie gehört ja Semtech, grob gesagt. Und ich muss einen Chip von denen kaufen, damit ich es brauchen kann. Jetzt kam ja die Swisscom zu Semtech und sagt, liebe Semtech, was da diese Typen machen, das passt uns nicht. Schaut mal, dass dieser Chip nicht mehr verfügbar ist. Ist das nicht ein Single Point of, es geht nichts mehr? Gibt es eine Second Source oder was kann da passieren? Did you understand the question? Yeah. You want to answer? Yeah. Right now Semtech owns the IP and they are the single producer of this chip. They have licensed the technology to other producers already, and new chips will come out to the market sooner or later. Of course, right now they are profiting from their leading position, so yeah. That is the only close part in LoRaWAN technology right now. It's a trade-off. Sigfox, for instance, is basically entirely close to a like telecom operators. They have to deploy the entire thing. Ich komme vom Bundesamt für Kommunikation. Ich habe schon viele Netze kommen und gehen sehen, sowohl Community-Netze als auch Netze von einzelnen Unternehmen. Was mir bei den Community-Netzen immer aufgefallen ist, ist, wenn sie aus der Ursprungs-Community rauswachsen und allgemein genutzt werden, dann haben sie einfach sehr viele Probleme mit dem Durchsetzen von Fair Use. Und also ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute. Nur, wenn Sie wirklich Erfolg haben, dann müssen Sie sich sicher überlegen, wie Sie den Fair Use wirklich durchsetzen. Dann kommen clevere und bösartige Leute, die dann auch wirklich Grenzen austesten und die anderen Nutzer dann benachteiligen. Ja gut, woher entsteht diese Fair Use? Oder man hat irgendwie klein angefangen und man stellt eine gewisse Kapazität zur Verfügung. Dass möglichst jeder Erfahrung sammeln kann, bietet man diese Fair Use Policy an. Schlussendlich limitierender Faktor sind dann die Linien oder die Leitlinien vom Band, die ich einhalten muss. Also wenn Sie genügend Kapazität zur Verfügung stellen können, Gateways, über eine offene Infrastruktur, wenn Sie die Server selbstständig zur Verfügung stellen, ja, dann sind Sie gleich limitiert wie jedes andere Unternehmen, das in diesem Bereich arbeiten will. Ein Unternehmen hat natürlich andere Möglichkeiten, das dann auch wirklich durchzusetzen, weil es sein Netz genauer kennt, zentralisierter handeln kann. Sag ich nur so. Also das muss nichts heißen.
Can I answer that with a question? Go ahead. What should we do if we see violations, for instance? Because we see traffic of gateways going through, like encrypted, but we see from which networks they belong, mm-hmm. because the device addresses indicate this. And we do see very often devices that are in test mode and they are clearly violating usage. Mm-hmm. What is the proper procedure to report this? Because there is, how do you track these devices? How do you, they have no name, they have no plan, they don't belong to the Things network, they might be actually Swisscom's devices on test. So what is the procedure to prevent I'd this? I'd say there is none. There is not a single procedure. It's a detective work that is mm-hmm. often failing. Okay. Which is why community networks often fail as soon as they grow beyond the original community. Scientific communities, where people are always are often very motivated and ethical. But is it already a topic in your department to locate devices which violates the ISM specification? We follow all devices that pose problems for the spectrum, mm-hmm. but not necessarily. Yeah. So as soon as there is someone who is disturbed by, yeah. then you will get active. Exactly. Okay. So as this is so low power, mm-hmm. I don't think there'll be much of a problem. Okay, thank you. Ja, im Moment ist es so, dass das heiß diskutiert wird in dem Forum, hey, kennst du, oder der ID wird bekannt gegeben, kennt jemand das Device mit diesem ID, also so orientieren wir uns, aber grundsätzlich ja. Also die Idee ist von Seite des Things Network, die haben natürlich eigentlich die Information, wer ist der Besitzer von diesem Gerät und entsprechend, dass die dann zumindest eine Notiz machen, sagen, hey, schau mal, dein Gerät verletzt die Spezifikation, verletzt die Fair Use Policy oder noch schlimmer, verletzt wirklich die ISM Spezifikationen, die dann international geregelt sind, ist bis dato noch nicht so integriert. Aber es wird natürlich diskutiert und grundsätzlich ist das auch geächtet. Also da kontrolliert sich die Community schon. Auf jeden Fall. Yeah. I would say that it's probably not so much the community that might abuse this, but it's really smaller companies that don't have exact knowledge of the implications of violating these rules. And they just test it out. It's a product, so they need to support it. It's there. Nobody will complain. Vielleicht ist zu diesem Thema noch anzuhängen. Also wir die ASUT, das ist der Verband von den Telekommunikationsunternehmen, und dort wird das Problem adressiert. Und die Idee ist auch, dass eine Gruppe von Experten, also das sind eigentlich alle vertreten, die in der Schweiz größere Netzwerke betreiben und quasi eine Leitlinie erstellen, weil oft kann es muss nicht immer bösartig sein, sondern einfach nicht bewusst und nicht bekannt, und dass schlussendlich eine Leitlinie entsteht, die sagt, hey, wenn du ein Gerät machen willst, dann achte doch darauf, dass die Sendeleistung so reduzierst, dass deine Anwendung noch funktioniert, nicht immer im maximale Sendeleistung, maximale Zeit. Und so wird das Thema einmal relativ, weil wir wollen nicht gerade die Möglichkeiten und das Spielfeld zerschlagen, sonst geht es wirklich darum einmal. Es ist heute auch noch nicht direkt ein Problem, oder? Weil es ist noch zu wenig aktiv. Sobald aber dann Millionen von Devices sind, was uns da die Consulting-Firmen ja prophezeien, dann wird es dann etwas eng und dann muss dann die Disziplin entsprechend auch besser werden. Das
you don't work with closed user groups, then? It's open for everybody, but you can make your own, let's say, community in this open source, or like a closed user group, if you know. No, what do you mean? Like, so in the normal IP network, you can make your own group for a company, or but can you do this also with open source? You make your own. It's possible. So you can take the source code of the Things network. Most part are open source. There's just a small one which handles the login procedure, which is not open source. And the rest, so you just need to develop this login thing, and then you can run on your own server the Things network base. You can isolate it if you like, yeah. But of course, it's an effort. If you go to a provider, he has already done that for you. So if you want to be quicker, so then it may be the right approach. Yeah. Logging interface is basically all out, so it's a standard to implement. Ja, ich stelle mal die Frage auf Englisch. Obviously, the key to the success of the Things network is the coverage that it offers. But I see a chicken and egg problem here. I mean, companies aren't going to use it if the coverage is not great. But then on the other hand, I mean, what's your strategy for expanding the network? Companies aren't going to use it, but at the same time, they're required to actually build their own, also install their own gateways and so on. So, like, what is the strategy? Is it going to be based on hobby users or companies for expanding the network? No, I think this one is, like, I heard this chicken and egg question many times, and I think it's really not a chicken and egg one. Okay. Because I used to have a quote on my slides saying, give me a theoretical network and I'll give you use cases. And that's something that nobody will ever say, you know. If you don't have a network, you don't have use cases. That's why we're building the basic infrastructure. Like, that's the idea of the Open Network Infrastructure Association. We need to build up the network, the coverage, and then business can occur, or business or hobby. So who's financing that then? It's crowdsourced by all of us, basically. You know, it's through the association, through the community contributions, through more recently companies that want to contribute to the association as a non-profit contributions. But it's basically that. So the goal is clearly to build coverage, because we know that is required for everything else. So how much does it cost to buy a gateway and then to set it up? It's very cheap. That's what makes it so attractive. The gateway starts at 250 francs for an indoor one. Mm-hmm. 500 if you want to have a solution that you can. There is a gateway produced here in Switzerland called Lorex One. You order it, you get it from, I think, Neuchâtel, or I don't remember where it's produced. It's a tube, you put it on your location, it's done. Yeah, that's maybe just a remark to this topic. So Switzerland is really a leader in LoRaWAN technology. So the two of the 10 biggest communities are in Switzerland, for example. We have a lot of companies. Semtech itself, the power-saving technology is coming from CSCM at Neuchâtel, the technology. And there are a lot of suppliers in Switzerland, so that is quite a good coverage. You get technology, you get know-how. And we think that not everyone needs really a national coverage for his application. And so if we, or if Open Network Infrastructure Association can provide you a trusted platform, for example, gives you the right documentation, consults you in sense of
here is the fact sheet of different gateways. It's your choice. We just can assure that every of these gateways running smoothly with community-based network. And we think if we can provide this kind of support, so maybe the entry level also for professionals is lower to say, okay, let's participate here. And then gradually, the network is growing. So that's the idea behind. And another advantage is if the network is carried, as well by professionals, you get the best sustainability you can imagine, because the owner of the network is as well the user of the network. So nobody will tell you, we change the technology now. So change your devices to new technology. And this might be quite good, especially if you think about long-term applications. If you provide thousands of devices, you cannot change from one day to the other this technology. And so this might be as well quite good for sustainability. And that's the idea that probably as well it cannot be done by privates, to be honest. It needs that that this generates new business models. So you deliver a part, for example, you want to be a trusted platform, you deliver a server into this platform. And why not? Earning money with this service, but you attach to the community-based network. Or you can sell gateways, which are already set up to run smooth with the network, things like that. So it needs finally professional input as well to carry the network, because you know the technology is already known for 2 years. After a certain period, of course, hobbyists discover a new technology, so they care about new technology and enable this one. So it needs to be carried finally by the user itself. Okay. Entschuldigung für die Störung, es ist Zeit, vielleicht mal eine letzte. One last remark. Links, the QR code to the slides. We'll add better slides. The Slack team, if you want to join the Open Network Infrastructure website. And if you're staying for tonight's Hack Night, we will have Gateway running and kits for you to give it a try. So. Merci vielmals für deine Aufmerksamkeit.